Hallo und herzlich willkommen wieder erneut hier zurück zum nächsten Part mit Kingdom Come Deliverance. Und wir wollen uns ein klein wenig bei den Liebesleuten doch mal gut tun und sollen dafür Wappenröcke stehlen gehen aus der Feste. Das machen wir auch mal. Bei Timeberg natürlich mal wieder. Ich glaube, ich bin schon so oft dort hin und her gereist. Das ist schon immer normal. Hallo Nachbar, was willst du? Ein Widderer. Was darf sein? Der will was verkaufen. Ist Wilderei nicht, naja, verboten? Ich bin kein Wilderer. Und was bist du dann? Ich bin reisender Metzger. Ein reisender Metzger? Das ist mal was Neues. Rücke ein paar Groschen heraus und ich melde dich nicht. Gemach. Kein Grund, was Unüberlegtes zu tun, oder? Bitteschön. Ich hoffe, dafür lässt du mich in Ruhe. Danke. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ja, das wird das Beste sein. 7,1 Groschen bekommen. Ja, kann sich doch sehen lassen. Nein, ignorieren. Kann ihn nicht ignorieren, doch. Gut. Dürfte nämlich mal wieder derselbe gewesen sein. Schloss zu Timeberg. Dann legen wir mal Waffen, Hauben und Co. ab. Wir sind ja immerhin leise. So. Der Wächter wird mir hier markiert. Verdammt! Ist aber nicht das eigentliche Ziel. Und wenn du mindestens 5 optional besorgt dir den Schlüssel zur Rüstkammer von Heimberg. Deshalb soll ich mir die Zeit vertun. Da fällt mir aber ein, wenn es um Diebstahl geht, können wir natürlich auch mal gucken, was unsere nette Herrin so dabei hätte. Weil die müsste ich dafür umhauen. Nee, das machen wir nicht. Aber den Schlüssel dort zu stehlen für Timeberg bräuchten wir eher. Beziehungsweise müssten wir eher einen Schlafplatz der Wachen finden. Der eigentlich hier drin ist. Dachte ich zumindest. Sieht mich die Wache da draußen nicht? Ernsthaft? Stehen einfach unter der Hand alles weg. Lalalala. Also einer stehenden Wache will ich das nicht klauen. Dann muss ich wirklich gucken, dass ich eine finde, die pennt. Das wird nämlich sonst wahrscheinlich nichts. Könnt ihr mal gucken, hier unten noch nach Büchern. Da komme ich nicht rein. Der Schreiber. Hier ist keiner. Wenn es keinen Krach macht, kann man den umhauen.
Die Menschen merken sich meine Untaten. Meint er, der kriegt das? Oder hat das rausgekriegt? Hat sich da jetzt was geändert bei mir? Von meinen Rufteilen in Timeberg. Ja, die Waffenknechte sind noch weniger gut auf mich zu sprechen. Momentan habe ich das Gefühl. Ha. Hat die Wache einfach mal dezent nicht interessiert. Zwei Truhen mit Schwer? Ja. Schwer traue ich mich nicht so ran. Daraus dürfte ich stehen, die haben wir schon mal geöffnet, aber die dürfte dementsprechend auch leer sein. Oh nein, die ist mehr als voll. Kriegsheimer, boah, geil. Was sich in dieser Kiste gerade befunden hat, ist ja mal der Wahnsinn. Sehr schwer, schwer. War irgendwas mit öffnen? Ja. Bräuchte den Schlüssel. Ich komme nicht hoch. Da, jetzt hat er. Schlafende Wachen. Wie sieht's denn hier aus? Schläft denn hier? Keiner. Aber da ist eine Kiste. Dann würde ich mal sagen, müssen wir in die Türme rein und hoffen, dass da irgendwo einer pennt. Aber es sieht eher nicht danach aus, dass hier jetzt einer wäre. Ich gehe ja schon. Auf zur anderen Seite. Hey. Mist, da müsste ich erstmal noch Schlösser knacken. Schön, dass ich hier drin nichts, aber ich gar nichts sehe. Fuck it. Hoch oder runter? Hoch oder runter? Gehen wir erstmal hoch. Ah ja. Und da haben wir unsere Wachen.
es einfacher, einfach die Truhen dann leer zu räumen jetzt, statt die Wachen zu beklauen. Viele hat das noch nicht hergegeben. Ich habe, glaube ich, einen einzigen Waffenrock im Turm gefunden. Vielleicht sind die auch eher weiter unten. Nein! Oh, cool. Ich konnte während dem Herunterfallen mich an der Leiter festhalten. Hey, was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? Wenn du dich nicht verpisst, gibt's Ärger. Okay, dann muss ich jetzt doch raus. Lalala, alles gut. Kannst dich wieder hinlegen. Was war das? Ich stehe jetzt auf. Muss der Wind sein. Genau, der Fackelwurf kommt vom Wind. Ganz sicher. Geht's dir gut? Was treibst du hier? Verzieh dich oder ich gebe dir Saures. Na, da unten war gar nichts mehr. Hörst du mich? Hast du was verloren? Gott sei mit dir. Redet doch ganz normal mit mir. Weißt du, versuchst... Ich gehe ja schon. Ja. Hey du, was wird das hier? So viel zu, ich gehe ja schon. Hey! Kam er mir entgegen, ich glaub's ja nicht. Einfach mal von der Leiter gedreht, so. Tak, 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 tak. Dann probieren wir es im anderen Turm. Da war sowieso nicht viel zu holen. Und ich bezweifle, dass ich die Ausrüstungsgegenstände 1:1 von unseren netten Wächtern klauen soll. Das wäre dann nämlich echt viel Taschenspielerei. Hey! Mach Platz, mach dich vom Acker. Oh, scheiße, da kommt gerade einer. Was ist denn? Und unbemerkt. Da, 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 da. Hier war ich auch noch nicht. Ah, hier fehlt einfach nur die Tür da noch zu dem Türmchen. Tatsache, ich kann im Fall mich an der Leiter festhalten. Das ist cool. Gut, im Untergeschoss gibt es da gar nichts. Wie sieht es im Obergeschoss aus? Wahrscheinlich ist es eine der schweren Drohnen, wo eigentlich das Zeug drin ist. Wow, warum muss ich jetzt schon wieder was bezahlen? Das ist doch Frechheit. Hey, du! Du hättest nicht vernünftig. Scheiße! Was zur Hölle glaubst du, dass du da tust? Leute verletzen! Wir dulden hier keine Schläger. Hä? Ist das klar? So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Ich hab doch niemanden verletzt. Willst du mich jetzt voll verarschen? Was? Hä? Typisch für mich. Also gut, nur... Hältst du mich... Ja, geil. Was soll denn der Mist jetzt? Ich hab keine einzige Menschenseele verletzt. Warum kommt das auf einmal? Oh, das ärgert mich jetzt. Wobei, stimmt nicht ganz. Ich habe den Schreiberling umgehauen. Scheiße. Ist das jetzt die Konsequenz daher, dass ich den Schreiberling ausgenockt habe? Mist. Ach, was
Was kann ich schon tun? Bitte sehr. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Aber ich behalte dich im Auge. Darauf kannst du wetten. Nur Angst, nur die Groschen sind. Mein Diebesgut noch hab. Da ging es ja jetzt gerade auch nicht um Diebstahl, sondern um Körperverletzung. Ist ja alles in Ordnung, so ein Scheiß. Aber doch, es ist schön, dass das so funktioniert. So, und die Wappenröcke kriege ich anscheinend aus dem Haupthaus. Dafür bräuchte ich jetzt aber den Schlüssel. Also ich müsste den von einer Wache stehlen. Beziehungsweise von diesem einen Wachmann hier eigentlich nur stehlen. Dem das Ganze ja unterstellt ist. Habe mich nur nicht beim Stehen erwischen lassen. Oder nochmal jemanden umhauen und dann dafür erwischt werden. Das wäre unklug. Das ist aber nur ein Wächter. Das macht irgendwie keinen Sinn. Es ging doch um eine ganz spezifische Person, die... Ich glaube, dann kann ich auch bei den anderen Wächtern den Schlüssel finden. Jetzt muss ich nur eine Wache finden, die dumm genug ist, sich von mir ausrauben zu lassen. Dafür brauche ich definitiv eine Schlafende. Apropos, was ist mit dem Knitsch hier? Können wir mit dem Nippen auch mal reden wieder? Hallo, mein Freund. Hey, verdammt! Nö, gut. La 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 la. Die Burg haben wir bald komplett geknackt. Haha. Und da schläft tatsächlich noch einer. Wenn ich recht mit meiner Annahme habe... Meine Fresse, bei dem bleibt echt nicht viel über bei diesem Stehen. Ja, und wenn man es loslässt, also ich muss über den Balken kommen, ansonsten funktioniert es nicht. Scheiße. Und jetzt umhauen. Alter, den können wir ja komplett ausnehmen. Aber der hätte den Schlüssel auch nicht. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Was treibst du hier? Verzieh dich, oder ich geb dir saure. Gott sei mit... der redet noch mit mir. Wey! Was zur Hölle machst du da? Hey, was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? So, hätte ich jetzt nicht irgendwie mal... zur Rechenschaft gezogen. Irgendwie ja nicht. Was zur Hölle machst du da? Was etwas besser? Das da ist der Typ. Dem brauche ich mein Zeug. Geht anscheinend gerade zum Turm. Vielleicht pennt er ja gleich. Ach, ich baue gerade nur Scheiße. Find's geil. Was war das? Noch. Ist. Ich finde. Der hat auch nichts. Der hat selber eine Sporen.
Ergib dich! Du hast das... Bam! Wow! Okay, what the fuck? Ich werde dich finden, du elender Hund. Okay, jetzt ist es doch etwas tief. Bin ich von einer Leiter zur nächsten gefallen, hab mir die Beine schon weh gemacht. Ergib dich! Du bist ein Verbrecher und wirst verhaftet. Eieiei. Gnade! Hab ich dich! Was? Überrascht? Ich hab genug gegen dich in der Hand, Abschaum. Prügeln in der Öffentlichkeit, das wird teuer. Oh. Ich hab aber schon wieder nicht viel Chance. ich könnte nur wieder versuchen, ihn zu beeindrucken, aber zahlen wir einfach mal. Na schön. Also gut. Sieh zu, dass das... Gib mir dein Diebesgut, damit ich alles den rechtmäßigen... Shit. Okay, aber jetzt haben wir es wirklich richtig verkackt. Ich würde sagen... Hey, das war's. Machen hier in dem Bad mal einen Cut und sehen uns wieder im nächsten. Du da. Ah, bis dahin. Sayonara.